Can we start? Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Off to 7000 Islands. Und heute wollen wir euch unseren kleinen Hund, den wir adoptiert haben, zeigen. So, mein Name ist Erik. Ich bin Alyssa. Und wir leben hier in den Philippinen jetzt seit ein paar Monaten. Und wir haben einen kleinen Hund adoptiert, hier aus der Familie. Und das ist ein Lockdown-Hund. Und er heißt Poppy. Und was meinen wir mit Lockdown? Popoy. Und er heißt Popoy. Das heißt? Nix. Nur Popoy. Popoy. Und Lockdown, was wir damit meinen, ist einfach, dass ja, dieser Hund gekauft wurde im Lockdown. Unsere Familie hat leider relativ viele Hunde sich zugelegt im Lockdown. Und ja, jetzt geht das Leben wieder los und die Hunde müssen irgendwo hin. Und ja, eigentlich mag ich ja keine Hunde so wirklich oder überhaupt Tiere. Und ja, in den Philippinen laufen ja schon genügend Tiere überall rum, ob man das nun will oder nicht. Aber wir haben den aufgenommen. Ist ein ganz süßer, ist eine Mischung zwischen einem Beagle und einem Basset Hound, also zwei kleine Jagdhunde, die sehr ähnlich aussehen. Und ja, es ist auf jeden Fall süß, macht uns viel Freude. Ist noch ein bisschen untrainiert. Ist auch schon relativ alt, um überhaupt trainiert zu werden. Also. Papa, komm her. Ja, und heute ist es wieder warm. Die letzten paar Tage war es kalt. Oder kühl. Also für richtig heiß in Deutschland, aber kühl hier. Und ja, dieser kleine Hund, der gehört jetzt uns. Und ja, wir wollten einfach auch darauf, euch natürlich unseren kleinen Hund zeigen, aber auch darauf aufmerksam machen, dass viele Tiere jetzt, also wir haben auch gerade eine Doku gesehen, wie viele Hunde in Deutschland in die Heime jetzt kommen, Hundeheime und alles Mögliche, weil einfach so viele Tiere adoptiert, also gekauft wurden in den Lockdown-Zeiten, und damit man irgendwas hat und all diese Sachen, und jetzt sind die halt übrig, wenn die Leute zurückgehen, und das ist natürlich sehr, sehr traurig. Und ja, wir haben uns sozusagen erbarmt, einen Hund aufzunehmen, der ist echt süß. Ein bisschen dickköpfig, aber sehr, sehr, sehr lieb, und das macht es auf jeden Fall einfacher. Auch, ja, und ja, bellt eigentlich gar nicht, außer wenn man ihn alleine lässt. Ja. Oh, aber sonst, ja, ist eine schöne Sache, aber ist eigentlich schade, dass es solche Umstände sind. Natürlich, das war jetzt hier aus der Familie raus. Wir haben einige Hunde sozusagen weggeben müssen, weil ja, die Leute jetzt wieder zurück in Manila sind, und das einfach nicht, ja, in Manila kann man halt nicht einen Haufen Hunde haben, das ist eine Großstadt. Und ja, deswegen haben wir jetzt einen Hund und nehmen uns da auch Zeit und lernen das jetzt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, falls ihr noch nicht abonniert habt, dann abonniert auch gerne diesen Kanal, um weiter mit uns zu begleiten. Und wir würden uns auf jeden Fall auch über einen Daumen hoch freuen. Und wir sehen euch im nächsten Video. Bis dann. Ja, but you can only hit those things when you have food. Yeah. Or when you're really angry. Oh yeah. When you're really angry with him. Papa is here. Yeah, you see? Smell. Wait. Wait, no. No, I'm faster than you. Sit.
Wait. Wait. Go. Good boy.